Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADDs Smart Home. Ja, im heutigen zweiten Teil der Videoreihe CO2-Sensor selber bauen möchte ich euch zeigen, wie ihr solche Standard-LEDs an euren D1 Mini anschließt bzw. solche WS2812B LEDs, die ihr dann ja über den Regler, so RGB-Regler, regeln könnt und so darstellen könnt, ob die Luft gut oder schlecht ist. Das heißt, ich zeige euch das mal kurz, wie das Ganze dann aussieht. Also nehmen wir mal an, die Luft ist gerade gut, dann leuchtet die grüne LED. Sollte die Luft schlecht sein, leuchtet hier jetzt die blaue LED. Und sollte die Luft sehr schlecht sein, leuchtet halt die rote LED. Und das Gleiche können wir auch mit dieser WS2812 LED machen. Und hier können wir genauso gut irgendwelche Farben auswählen. Hier haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Farben, können das natürlich viel feiner steuern und können damit ein bisschen mehr rumspielen, wie mit den einzelnen LEDs. Also, falls euch das Ganze interessiert und ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los. Und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne, bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, bevor wir loslegen, nochmal kurz der Hinweis. Alle Komponenten, die ich euch hier zeige, habe ich selber gekauft. Es ist nichts gesponsert, aber ich verlinke euch die ganzen Teile unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr die dann über mich bezieht und so mir einen kleinen Obolus zukommen lasst. Okay, also legen wir los. Was sehen wir hier? Wir sehen einmal hier drei LEDs, die sind hier an den D1 Mini angeschlossen und einmal hier diese WS2812 LED. Das Ganze können wir dann abhängig von der Luftqualität ansteuern. Bei den drei LEDs ist es natürlich ein bisschen begrenzt. Da sind wir auf drei Farben begrenzt oder drei LEDs. Könnten natürlich auch vier oder fünf, aber dann wird das Ganze ein bisschen unübersichtlicher, was das Anschließen geht. Und im Normalfall sind die Farben, die es so gibt, grün, rot, gelb, blau und weiß. Natürlich gibt es auch noch andere, könnt ihr auch die verwenden. Aber im Normalfall sind es diese drei Farben. Bei dieser LED, das Ganze gibt es auch als Breakout-Board. Leider ist es nicht passend oder nicht rechtzeitig zum Video angekommen. Deswegen musste ich hier auf einen LED-Stripe zurückgreifen. Aber im Grunde sind es die gleichen LEDs, die auf diesem Stripe sind, nur dann als kleines Breakout-Board. Ich blende euch das Ganze nochmal ein. Also ob ihr jetzt, wenn ihr noch einen LED-Stripe habt, dann könnt ihr einfach eins abschneiden, anschließen, so wie ich es hier gemacht habe und gut ist. Nichts weiteres ist nötig. Oder ihr besorgt euch halt so ein Breakout-Board, ist halt ein bisschen komfortabler, das Ganze anzuschließen. Bleibt aber natürlich euch überlassen. Das Ganze gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze steuert. Einmal über den I/O-Broker, falls ihr den I/O-Broker in Betrieb habt. Oder so wie ich es heute in diesem Video zeige, über Rules. Das heißt, das Ganze läuft dann auf dem D1 Mini ab. Die Rules zeige ich euch, was ihr da erstellen müsst, was ihr einstellen müsst, damit das Ganze funktioniert. Ist relativ einfach. Zu dem Thema Rules hatte ich hier oder hier, verlinke ich es euch nochmal, hatte ich schon mal ein paar Videos gemacht, wie man das Ganze ansteuert, was für Möglichkeiten es alles gibt. Also falls euch das Thema Rules noch interessieren sollte, dann guckt halt wie gesagt hier oben nach. Okay, dann würde ich sagen, wir wechseln auf den PC und ich zeige euch, wie ihr das Ganze am PC mittels Tasmota und Rules umsetzen könnt. So, dann würde ich sagen, starten wir zuerst mal mit den drei LEDs. Das ist die günstigste und vielleicht auch die einfachste Variante, wobei die WS2812 ist auch sehr simpel umzusetzen. Aber ich starte jetzt mal mit den drei LEDs. Ihr könnt es natürlich auch mit vier oder fünf LEDs machen, das bleibt euch dann überlassen. Okay, zuerst mal müssen wir Tasmota konfigurieren, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, wir gehen in die Konfigurationsebene, gehen hier auf Configure Module und sagen, wo das Ganze angeschlossen ist. Okay, also ich habe das Ganze wie folgt angeschlossen. Also auf D8 ist bei mir ein Relais. Relais hat die Nummer 1 hier. Dann die D7 habe ich auch ein Relais angeschlossen. Also das sind unsere LEDs. Damit wir die später schalten können, müssen wir die als Relais auswählen. Und auf D6 auch nochmal ein Relais, da es ja drei LEDs sind. Und das ist die Nummer 3.
Also die Nummer 1, das ist grün, Nummer 2 ist blau und das hier ist rot. Speichern das Ganze startet einmal neu, ihr seht es einmal kurz aufblinken oder leuchten. Und dann können wir hier anhand der Web-Oberfläche das Ganze schalten, so wie wir wollen. Also mal kurz testen, damit alles funktioniert, alle LEDs funktionieren. So, das Anschließen der LEDs ist mega simpel. Ihr braucht einen Vorwiderstand. Vorwiderstand würde ich einen 100 Ohm Widerstand verwenden. Falls ihr keine Widerstände habt, empfehle ich euch, welche zu kaufen. Die sind nicht wirklich teuer. Falls ihr keine verwendet, kann es passieren, dass die LED nach ein paar Stunden, ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten, keine Ahnung, durchbrennt. Grüne LEDs sind im Normalfall, Moment, muss ich mal hier gucken, bei mir sind im Normalfall nicht so empfindlich. Also bei mir gibt es hier so eine Angabe, wie viel Spannung die vertragen. Also blau vertragen 3 bis 3,2, also 3 Volt ist die Mindestspannung, die anliegen soll. Und gelb 2 bis 2,2 Volt, rot 2 bis 2,2 Volt, grün 3 bis 3,2 und weiß 3 bis 3,2. Also und je nachdem, was hier rauskommt, müsstet ihr normalerweise den Widerstand berechnen. Im Normalfall reicht es, wenn ihr an einem 3,3 Volt GPIO, also die normale 3,3 Volt GPIO Spannung, wenn ihr dort 100 Ohm Widerstand anschließt, dann sollte das im Normalfall passen. Ich verlinke euch aber auch nochmal eine Webseite, die euch zeigt, wie ihr das Ganze berechnen könnt und den passenden Widerstand auswählen könnt. Aber ich glaube, im Normalfall 100 bis 220 Ohm reichen dicke, damit das Ganze nicht durchbrennt. Nochmal ein Hinweis, falls ihr den 5 Volt Anschluss an dem D1 Mini verwendet, dann solltet ihr definitiv auf 220 Ohm gehen. Falls ihr an 3,3 Volt anschließt, dann halt 100 Ohm Widerstand verwenden. Okay, also wir haben jetzt gesehen, dass das Ganze funktioniert. Wie ihr das anzuschließen habt, das blende ich euch wie gesagt an. Und jetzt kommen wir zu der Rule, damit das Ganze funktioniert. Ich empfehle euch, falls ihr mit Rules arbeitet, holt euch einen Texteditor, schreibt das zuerst mal alles in den Texteditor rein und dann kopiert ihr das Ganze in das Konsolenfenster eurer Tasmota-Oberfläche. Okay, die Rule, ich mache einfach mal Copy-Paste und erzähle dann ein bisschen was zu dem Ganzen. Also das hier ist die Rule, mal gucken, ob ich es größer kriege. Ja. Okay, also die Rule ist wie folgt, also einmal definieren wir das Ganze als Rule 1, dann holen wir uns hier bzw. definieren hier unseren Sensor, das ist in unserem Fall ja dieser CO2-Sensor und sagen, falls der Wert größer 1800 ist, dann soll er die LED 1 ausschalten, also die grüne, LED 2 die blaue soll er ausschalten und LED 3 soll er einschalten. Und dann soll er das Ganze beenden und nicht weitermachen in dieser Zeile und dann in dieser Zeile, sondern soll das Ganze dann hier stoppen und dort diese Farbe halt anzeigen. Dieses Backlog ist dafür da, falls hier mehrere Befehle hintereinander kommen. Das ist ja jeweils ein Befehl getrennt durch ein Semikolon. Falls ihr mehrere Befehle in einer Zeile habt, dann müsst ihr mit diesem Backlog arbeiten. Dann weiß das System, dass hier mehrere Befehle folgen, bevor es das Ganze beendet. Und das Break, wie gesagt, beendet das Ganze oder stoppt das Ausführen des Befehls an dieser Stelle. Okay, also wir sagen, falls der Wert größer 1800 ist, das ist relativ schlechte CO2-Wert, dann soll die rote LED angehen. Das ist in unserem Fall das Relais Nummer 3. Falls der Wert kleiner 1300 ist, das ist gerade so die Grenze, hätte ich jetzt mal gesagt 1300, 1200, dann soll das Licht 1 hier angehen, also unser grünes Licht und die anderen zwei Lichter sollen ausgehen. Das definieren wir halt mit dieser 0. Und falls der Wert kleiner 1800 ist, also kleiner, ja sehr schlecht, soll die blaue LED angehen. Das heißt, die grüne LED soll ausgehen und die rote LED soll ausgehen und die blaue LED soll angehen. Also das hier ist die ganze Rule. Die nehmen wir, kopieren wir, gehen in das Konsolenfenster, fügen das hier ein. Einfach so, wie die Formatierung ist, einfügen.
Und dann müssen wir die Rule 1 noch aktivieren. Das machen wir mit dem Befehl Rule 1 plus Rule 1 Leerzeichen on. Und dann ist die Rule 1 aktiviert. Und jetzt wird die Rule halt alle paar Sekunden, ich weiß gar nicht, alle 2-3 Sekunden, wird das Ganze ausgeführt und die LED leuchtet grün. So, ich puste mal den Sensor an, damit wir das Ganze sehen. Ich schalte hier aber mal um. Jetzt haben wir saubere Luft und wenn ich jetzt hier das Ganze mit Atemluft anpuste, dann verändert sich der Wert gleich. So, deckt den zu, damit die Luft da drin bleibt. Dauert jetzt natürlich 1-2 Sekunden. So, jetzt haben wir einen Wert von 1700. Und jetzt springt es gleich auf Rot um. Jetzt haben wir schlechte Luft. Und jetzt lassen wir das Ganze wieder, ja, die Luft wieder sauber werden. Und dann sehen wir, dass er wieder wechselt von Rot auf Blau und dann auf Grün. So, jetzt ist der Wert unter 1700 gefallen. Deswegen ist die blaue LED angegangen. Und jetzt dauert es noch einen kurzen Augenblick. Dann ist sie unter. Dann ist der Wert unter 1300 und dann sollte die grüne angehen. So, jetzt ist die grüne an. Also wie ihr seht, funktioniert das relativ einfach. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze nochmal mit der WS2812 LED an. Das ist auch relativ einfach. Ich blende euch hier zuerst jetzt mal ein, wie ihr das Ganze anschließt. Das ist mega simpel. Ihr braucht dafür keine Widerstände. Ihr braucht keine Widerstände, sondern es sind im Grunde drei Kabel nötig. Einmal Plus, in meinem Fall ist das hier der rote, dann der graue ist der Minus und gelb ist die Datenleitung und das war's. Das heißt, Plus schließen wir auf 3,3 Volt an, Minus auf GND und das hier auf ein GPIO unserer Wahl. In meinem Fall ist es GPIO bzw. D5 und dazu gehen wir wieder in die Konfiguration. Wieder auf Configur Module und dann sagen wir hier auf D5, scrollen etwas weiter runter, bis wir WS2812 finden. Ich glaube, das ist relativ weit unten. Oder habe ich es jetzt übersprungen? So, hier ist es WS2812, relativ in der Mitte. Wählen das aus auf D5. Sagen speichern, damit das Ganze übernommen wird. Das Gerät startet einmal neu und dann sieht die Web-Oberfläche so aus. So, ich muss das Ganze mal schnell anschließen, habe es noch nicht angeschlossen. So, das Ganze ist angeschlossen. Jetzt müssen wir das mal kurz aktualisieren hier, damit das übernommen wird. Ihr seht es, Farbe grün, jetzt auf blau. Also, das funktioniert schon mal, die Farben werden übernommen. Jetzt geht es wieder daran, das Ganze als Rule zu definieren. Und zwar sieht die Rule dafür wie folgt aus. Auch hier wieder, ihr könnt einfach Copy-Paste machen. Also wir definieren das Ganze in diesem Fall jetzt als Rule 2, könntet es natürlich auch als Rule 1 definieren, wenn ihr natürlich nur den einen Sensor verwendet. Auch hier wieder, wir definieren den Sensor. Hier habe ich jetzt Tele davor gestellt. Wieso wir das brauchen, erzähle ich gleich nochmal. Oder wieso wir das verwenden können, erzähle ich gleich noch. Auch hier wieder die gleichen Werte definiert, also falls größer 1800 soll das Ganze rot sein, kleiner 1300 grün und kleiner 1800 soll das blau sein. So, die Farben werden hier als HSB Color definiert, das heißt, wir müssen hier die Werte angeben, das eine ist der Farbraum, dann die Helligkeit und das hier ist die Sättigung und das hier ist die Helligkeit, also die Farbe. Die Sättigung und die Helligkeit. Das heißt, das sind diese drei Regeln hier. Farbe, Sättigung und Helligkeit. Und wie wir die rauskriegen, ihr könnt entweder Google danach befragen oder ihr stellt einfach hier eine Farbe ein, zum Beispiel Rot, 100%, 100% Sättigung. Dann geht ihr in die Konsole rein und dann wird euch hier der HSB-Wert angezeigt. Dann könnt ihr den markieren, kopieren und dann könnt ihr den in euer Skript übernehmen. Also das hier war rot. Wenn wir möchten, dass das Ganze 100% ist,
dann geben wir das hier so ein. So, im Normalfall erreichen aber 50% Helligkeit. Okay, das Ganze definieren wir oder haben wir jetzt gemacht. Kopieren das Ganze, fügen das hier ein, schicken das ab, aktivieren Rule Nummer 2. Auch wieder mit dem Befehl Rule 2 on. Und dann sollten die gleich ja, simultan leuchten. So, eine Sache habe ich jetzt vergessen. Da ich hier mit Tele arbeite, müssen wir natürlich auch die Telemetriezeit ein bisschen runtersetzen, denn die ist ja standardmäßig auf 300. Das heißt, wir gehen hier in die Konfiguration zu Logging und hier bei Telemetrie setzen wir das Ganze auf 15. Wieso wir das machen, zeige ich euch auch gleich nochmal. Und dann schicken wir das ab und wie ihr seht, hat sich das Ganze geändert. So, falls ihr nicht mit Tele arbeitet und das hier zum Beispiel weglassen würdet und ihr, zeige ich euch, geht in die Konsole, macht das hier rein, diesmal wie gesagt ohne Tele und ihr ändert hier den Wert, was weiß ich was, auf Pink, geht hier rüber, wollt die Farbe Pink kopieren, dann seht ihr, springt das Fenster als weiter und ihr könntet den Wert nicht kopieren, nicht markieren, weil ihr zu langsam seid. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Deswegen die Telezeit einfach dafür, damit das Fenster nicht permanent neu geladen wird und ihr das Ganze nicht markieren könnt. Das ist der einzige Grund, wieso ich das Tele davor gemacht habe. So, ich mache es wieder mit Tele rein und gehe wieder hier hin. Und dann testen wir das Ganze, ob das wieder funktioniert, beziehungsweise ob das jetzt simultan funktioniert. Also das funktioniert nicht hundertprozentig simultan, gibt ein paar Sekunden Zeitverzögerung, aber ansonsten passt es. So, 1700. Ihr seht, es gab eine kleine Verzögerung. Die WS2812, die hat gar nicht blau geleuchtet, die hat direkt zu rot gewechselt. Wie gesagt, da gibt es kleine Verzögerungen, aber im Normalfall, im normalen Betrieb spielt es ja keine Rolle, ob er innerhalb von 5 Sekunden umspringt oder innerhalb von 10 Sekunden. Hauptsache, es funktioniert. Warten wieder kurz, bis sich das Ganze normalisiert hat, damit wir sehen, dass das Ganze auch funktioniert. So, 1700. Jetzt müsste die LED gleich nachziehen. Wie gesagt, das sind diese 15 Sekunden oder sowas. So, LED ist nachgezogen. Und jetzt müsste er bald unter 1300 fallen und dann sollte auch die hier gleich nachziehen. So, zieht nach. Das hat, wie gesagt, mit der Telemetrie zu tun, denn die ersten LEDs, die hatten wir ohne diesen Befehl Tele gemacht und das hier läuft mit dem Befehl Tele, aber das ist der Grund für die kurze Verzögerung. So, das soll es von mir an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr das Ganze mit Hilfe eines kleinen Monitors aufpimpen könnt. Und vergesst nicht, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls ihr mich noch ein bisschen zusätzlich unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, falls ihr die Teile über meine Links in der Videobeschreibung bestellen würdet und mich so ein bisschen unterstützen würdet. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Ganzen, bis zum nächsten Mal, macht's gut!